Am Wort ist der Abgeordnete Dietmar Keck. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, Frau Bundesminister, Staatssekretär. Frau Bundesminister, ich habe Ihnen wirklich sehr intensiv zugehört und Sie haben in Ihrer Rede erwähnt, dass aufgrund des Klimapaketes die Unternehmen profitieren in diesem Land. Und der Kollege Deimek hatte heute schon eines gesagt, die Papierindustrie stöhnt massiv unter diesen Strompreisen, die wir haben. Aber es ist nicht nur die Papierindustrie, meine Damen und Herren, es ist auch die Glasindustrie, die Zementindustrie, die Aluminiumindustrie, die Stahlindustrie und die im Besonderen, die massivste Aufwendungen von Strom brauchen, die stöhnen unter diesen Strompreisen, die sie haben. Und ich bleibe jetzt beim Beispiel Stahl. Die Voestalpine, weil heute schon ein paar Mal der Name gefallen ist, investiert jetzt in den nächsten Jahren 1,5 Milliarden Euro in den Umweltschutz. Die Voestalpine stellt um auf Elektrolichtbogenöfen, die ja mit Strom betrieben werden. Und wenn diese beiden Öfen in Betrieb gehen, spart sich die Republik Österreich 5% des gesamten CO2-Ausstoßes ein. Ist eine immense Summe, die da reingesteckt wird vom Unternehmen, ist eine immense Einsparung, denn 5% des gesamten CO2-Haushaltes ist extrem viel für Österreich. Aber, und es fängt die Problematik an, die Elektrolichtbogenöfen werden mit Strom betrieben. Und wir haben die Problematik, dass rund um Österreich Strompreiskompensationen vorhanden sind, egal ob das Deutschland ist, Italien ist, Spanien ist, Frankreich ist, Tschechien ist, Slowakei, Slowenien, alle haben diese Strompreiskompensationen bis 2030, nur Österreich hat das nicht. Das heißt, Österreich hat mit der Grundstoffindustrie enorme Wettbewerbsnachteile gegenüber den Konkurrenten in Österreich. Und die Frage, die sich stellt, und ich weiß nicht, ob Sie sich auch die IV anhören, die auch schon zum Jammern anfangen, und wenn die IV einmal jammert, dann bedeutet das etwas, dann weiß man, dass hier wirklich Arbeitsplätze in Gefahr sind, Frau Minister. Und dann sollte man schnellstens schauen, dass auch Österreich Strompreiskompensationen in diesem Land schafft, damit die Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist und auch die Arbeitsplätze erhalten bleiben hier in diesem Land in der Grundstoffindustrie. Es ist aus meiner Sicht unbedingt notwendig. Frau Minister, wenn diese Strompreiskompensationen nicht kommen, dann ist jetzt schon klar, dass die Industrie, und das sage nicht nur ich, das sagen andere Experten, abwandert, nicht überlebt. Wir haben wirklich, wenn man zusammenzählt, wie viele Beschäftigte und Angehörige dort sind, in etwa rund 100.000 Arbeitslose, die wir in Österreich haben, nur weil wir diese Strompreiskompensation nicht schaffen. Und ich war enttäuscht im Ausschuss, wie ich Sie gefragt habe, ist im Budget für 2024 eine Strompreiskompensation enthalten? Sie haben Nein gesagt. Ich fordere Sie wirklich auf, hier schnellstens zu handeln, um den Industriestandort Österreich zu retten, damit auch die Beschäftigten in Beschäftigung zu halten. Applaus